Die Luft um dich herum bewegt sich fast unmerklich. Die Adrakkugel, die du eingesetzt hast, erstrahlt plötzlich in einem orangefarbenen Licht. Zunächst ist es blendend hell, dann wird es nach und nach schwächer, bis es sanft leuchtet wie ein Lagerfeuer. Dünner Rauch steigt aus beiden Kugeln auf und in den Tiefen des Rumpfens glaubst du Maschinenrattern zu hören. Heat. Tremors. They return. Hitze, Beben, sie kehren zurück. So, das ist die zweite Lava. Machen wir mal einen Quick Save, weil ich habe so das Gefühl, wenn ich jetzt die Platte einsetze. Ein steinerner Drachenschädel. Ja. Am Fuße befindet sich ein seichtes Becken. In den Augenhöhen des Schädels selbst befinden sich goldene Ringe, die offenbar dazu dienen, eine Art Edelstein des Instruments aufzunehmen. Die Steinscheibe in den Hohlraum hinter dem Becken einsetzen, die Esse untersuchen. Das kann ich nicht mehr. Der Drachenschädel sieht mit tränenroten roten Blick auf dich hinab. Seine Augen sind wiederhergestellt. Im Becken am Fuß des Ofens bemerkst du eine rechteckige Aussparung, als hätte sich dort einmal etwas befunden. Die Steinscheibe in den Hohlraum hinter dem Becken einsetzen. Du legst die Steinscheibe in das Becken. Sie passt perfekt in die Aussparung. Vor deinen Augen dreht die Scheibe sich von alleine. Hier hin und dorthin, ehe sie schließlich einrastet. Tief aus dem Ofen ertönt ein überraschendes metallisches Kreischen, als wäre ein verborgener Mechanismus zum Leben erwacht. Aus den Ventilen um dich herum steigen heiße, abgestandene Luft und das Leuchten vom Feuer auf. Heiße Luft strömt aus dem Maul des Steindrachens, geschmolzenes Erztropfen auf dem Becken und dunkler, qualmender Rauch beginnt zwischen den Zähnen des Schädels aufzusteigen. Du hörst einen weiteren markerschütternden Schrei, aber nicht von der Maschine. Um dich herum erhebt sich ein Chor aus heulenden, körperlosen Stimmen des Zorns und der Verzweiflung. Vergesst euch nicht, Pargrunen. Verteidigt die Batterie. Ja, Essewächter sind erwacht und damit auch die... bösen Kerle hier. You should save the pain for our enemies. I do not wish. Da steht Kanna rum. Dann kann er... Oh, da ist ja sogar noch ein Essewächter. Okay. War hier oben nicht noch einer oder sind jetzt alle tot? Jetzt sind alle tot, so wie es aussieht. Ich habe die legendäre Esse gefunden. Ich muss herausfinden, wie man sie verwendet.
Ah, kann ich hier mit der S sprechen? Oberkurator Xandro, Halbdünner, in unsere Körper sind bereits Staub. Musst du den heiligen Brunnen durch weitere Gewalt entfallen? Flammenpeitschen schreien in der Esse umher. Als sie aufsteigt, taucht ihr Glanz den Raum in ein blutrotes Licht. Did the height of our walls offend you? Did we cross your borders? Sail you weak steel? Hat die Höhe unserer Mauern dich beleidigt? Haben wir deine Grenzen überquert, dir schwachen Stahl verkauft? Tell us. Why did you invade our fortress? Sag, warum bist du in unsere Festung eingedrungen? Hinter dem Zorn und durch die tosenden Flammen hörst du die Stimme eines müden alten Mannes. Eingedrungen? Hier gibt es nichts als Geister und Skelette. Nun ja, die Vordertür stand offen. Hier liegt ein Missverständnis vor. Die Festung ist verlassen. No, that cannot be. Abaddon wouldn't allow it. Nein, das kann nicht sein. Abaddon würde es nicht zulassen. Die Flammen flackern und zittern. Die Steine unter deinen Füßen werden plötzlich kalt. Wake up, Exandru. This is why Abaddon gave us the White Forge, that we might take up arms and deal with villains like this. Wach auf, Exandru. Darum hat Abaddon uns die weiße Esse gegeben, damit wir zu den Waffen greifen und solche Schurken vernichten können. Hitze steigt wieder aus der Esse auf und versägt dir die Haut. Such a magnificent device, and she can only see it as a tool for war. She shames our grandparents, who wandered this continent in... Solch ein großartiges Geschenk, doch sie sieht es allein als Werkzeug zum Krieg. Sie beschimpft unsere Großeltern, die über diesen Kontinent wanderten und... Quiet, both of you! Can't you feel it? This chill. This silence. Ruhe, alle beide, spürt ihr es denn nicht? Diese Kälte, diese Stille, das Feuer knistert und knackt. But you... You entered our keep and found it abandoned. Ruined. What happened to us? Aber du hast unsere Festung betreten und sie verlassen vorgefunden, in Ruin. Was ist mit uns geschehen? Seine Frage strömt aus dem Mund der weißen Essen und umschließt sich wie eine Rauchwolke. Ich hatte gehofft, dass du mir das sagen kannst. An was erinnerst du dich? It was strange. They came so suddenly. Es war seltsam, sie kamen so plötzlich. I'd never seen anything like them. Twice the size of any ogre and positively fearless. They were... Ich hatte noch nie so etwas gesehen. Doppelt so groß wie der größte Oger und ohne jede Furcht. Sie waren... Eyeless. Yet no matter how hard we fought or how deep we hid, they kept coming for us. Augenlos. Doch so erbittert wir auch gekämpft haben, so gut wir uns versteckt haben, sie ließen nicht nach. Wer waren sie, oder was? Some kind of magfolk, but bigger than any we knew of. We who survived never got close. Irgendwelche Magfolk, aber größer als all die wir je gesehen hatten. Wir Überlebenden kamen nie in ihre Nähe. They were relentless, unnaturally so. Sie waren unerbitterlich, auf unnatürliche Weise. Warum haben sie euch angegriffen? Sie haben sich nicht die Mühe gemacht, sich zu erklären, aber ich habe mich gefragt, was für monströse Wilder an so einem Ort wie diesem überleben könnten. We should have taken our steel and pushed east. Wir hätten unser Stahl nehmen und nach Osten vorrücken sollen. What's to say they didn't come from the east, from the lands Maroon so coveted? Wer sagt, dass sie nicht aus dem Osten kamen, aus dem Land, nach dem Maroon so gierte? It was a punishment for taking this gift of Abaddon, the White Forge, and squandering it on our greed and vanity. Es war eine Strafe dafür, dass wir dieses Geschenk von Abaddon, die weiße Esse, durch unsere Gier und Eitelkeit vergeudet haben. Die anderen Stimmen sagen nichts, aber du spürst ihre Zweifel und ihre abweichende Meinung in der drückenden Hitze der Esse. Und weiter? We retreated until there was no place left to go. Until those of us who remained were here. Wir haben uns zurückgezogen, bis es keinen Ausweg mehr gab, bis alle, die noch übrig blieben, hier waren. Here, with the salvation Abaddon had left us. Hier, bei der Erlösung, die Abaddon uns zurückgelassen hatte. Was war diese Erlösung? The White Forge. With it, our smiths pulled the souls from our bodies and preserved them in the very stones of Durgan's battery. Die weiße Esse, mit ihr zogen unsere Schmiede die Seelen aus unseren Körpern und bewahrten sie in den Steinen von Durgans Batterie. Die Zwerge sind also nie ausgestorben, nicht wirklich. Es war eine... It was agony. Feeling your soul ripped from your flesh. Feeling every part of you torn asunder.
Es war eine Qual, zu spüren, wie die eigene Seele vom eigenen Fleisch gerissen wird. Zu spüren, wie jeder Teil von einem selbst zerrissen wird. Aber es hat uns saved us. Aber es hat uns gerettet. Imprisoned us. Und zur Gefangenschaft verdammt. It was Abidun's grace. Now we inhabit the monument our people built to the White Forge. Es war Abidons Gnade. Nun bewohnen wir das Denkmal, das unser Volk zu Ehren der weißen Esse errichtet hat. Also die drei leben mit dem Atrasstein, wenn ich es richtig verstehe. Was irgendwie Sinn macht. So halb. Was hat das mit Abidun zu tun? The White Forge belongs to Abidun, of course. It is here that he built his own body. Die weiße Esse gehört natürlich Abidun. Hier hat er seinen eigenen Körper gebaut. And whether he found this place or created it, it's a truly remarkable smithy. Und ob er diesen Ort gefunden oder geschaffen hat, er ist eine wahrlich bemerkenswerte Schmiede. We Pargrunin are wanderers by nature. But it was Abidun's call that led our forefathers here, after generations spent along the Pearl Coast and Air Glonfath. Wir Pargrunen sind von Natur aus Wanderer, aber es war Abidons Ruf, der unsere Vorväter hierher führte, nachdem so viele Generationen an der Perlküste und in Air Glonfath verbracht hatten. So the old stories say. Then again, I can't see any other reason our grandfathers would have stayed here when greener lands lay east. Das besagen die alten Geschichten. Andererseits sehe ich keinen anderen Grund, warum unsere Ahnen hier hätten bleiben sollen, wo doch weiter östlich grüne Lande lagen. Wie funktioniert die weiße Esse? Its fires have been blessed by Abidun. They're fed by Aeora's molten heartbeat and veined with Audra that runs to the center of the world. Ihre Feuer wurden von Abidun gesegnet. Sie werden von Aeoras geschmolzenen Herzschlag genährt. Ihre Adern sind Adra, das bis zur Mitte der Welt reicht. Was ihre Which explains their conductive power. See, these Audra veins allowed us to siphon essence into steel as we shaped it. Was ihren leitende Kraft erklärt. Diese Adra-Adern erlaubten es uns, Essenz in den Stahl zu leiten, den wir formten. And that essence, the extraordinary heat of the forge and our smith's skill is what made Durgan's steel so remarkable. Und diese Essenz, diese außergewöhnliche Hitze der Esse und die Fähigkeit unserer Spiele waren es, die Durgan's Stahl so einzigartig machten. Ah, und nun seid ihr hier in Durgan's Batterie. Stuck here, you mean, with all the others who sought to escape the Eyeless. Hier festsitzen, meinst du, mit allen anderen, die vor den Augenlosen fliehen wollten. Ist das denn schlecht? Das Verstreichen der Jahrhunderte in Frieden und Einsamkeit zu beobachten, das wäre Perfektion. Ihr seid hier gefangen und erlebt nie etwas Neues, zum wahnsinnig werden. Immer am selben Ort bleiben zu müssen, das wäre nichts für mich. Fragen wir mal, ist das denn schlecht? Had we thought longer on the fate that awaited us, we might have chosen a quick death to this slow agony. Hätten wir länger über das Schicksal nachgedacht, das uns erwartete, hätten wir vielleicht einen schnellen Tod dieser langsamen Pein vorgezogen. Blasphemy! There's no greater honor than remaining here, watching over the White Forge. Blasphemie, es gibt keine größere Ehre, als hier zu bleiben und über die weiße Esse zu wachen. Findest du? I only wish we could protect this humble monument better. Ich wünsche nur, wir könnten dieses bescheidene Denkmal besser schützen. Or do something. Anything. We were once among the greatest smiths in the known world. Tell me, do Kith still speak of us? Oder etwas tun, irgendwas. Wir zählten einst zu den besten Schmieden der Welt. Sag, sprechen die Gestatten noch von uns? Ja, ja in höchsten Tönen. Ihr geltet immer noch als Meisterschmiede. Die Welt hat sich weitergedreht. Ihr seid kaum mehr als ein Tintenklecks in den Geschichtsbüchern. Wäre es jetzt noch wichtig, vergesst die Besessenheit mit eurem Ruf. Nehmen wir mal ja in höchsten Tönen. That is good to know. It's only a shame that this legacy is nothing but a memory. Das ist gut zu wissen. Es ist nur ein Jammer, dass dieses Vermächtnis nichts als eine Erinnerung ist. Die weiße Esse strahlt eine sanfte Wärme aus. Is this why you braved the restless souls of Durgan's battery? To recover the process of Durgan's steel. Hast du dich deswegen den rastlosen Seelen von Durgans Batterie gestellt, um das Geheimnis des Durgan-Stahls zu finden? Ich wollte lernen, wie Durgan-Stahl gemacht wird. Seit 200 Jahren hatte niemand Durgans Batterie betreten. Das war der Grund genug für mich. Ich jage eine Gruppe, die sich der Bleine Schlüssel nennt. Sie war auf der Suche nach einem Weg in die Batterie.
Es gibt ein Dorf namens Stalwart, das ums Überleben kämpft. Sie haben mich gebeten, die weiße Esse zu finden. Ich hatte gehört, dass es hier unschätzbar wertvolle Waffen im Überfluss geben soll. Ich weiß es nicht. Sind wir mal ehrlich und nehmen die vier. Nach diesem Geständnis spürst du, dass die Essenz der Pagrunen weicher wird. Eben noch waren jede Sehne und jedes Fragment deutlich zu erkennen. Nun bilden sie eine vereinte Masse. Du siehst sie wie ein Schwarm Fische in einer Stromschnelle. Wie Schneeflocken wie im Wind, wie eine Speisekammer voller duftender Gewürze. Then I hope you're satisfied with what you found here. Dann hoffe ich, dass du mit dem zufrieden bist, was du hier gefunden hast, Mensch. At least you get to leave this place. Zumindest darfst du diesen Ort verlassen.